Also, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst kann ich hier feststellen, also Helge Lind, Konstantin von Notz, Thorsten Frey, das ist ja ein Steffen-Seibert-Ähnlichkeitswettbewerb hier gewesen, was Sie hier vorgebracht haben. Also, das war schon nicht schlecht. Also, die Freunde der CDU-CSU haben heute beantragt, über Deutschland ein Jahr nach der Bundestagswahl zu sprechen. Zunächst möchte ich natürlich auch über Sie sprechen. Ein Jahr danach ist die Situation die Kollegin Milalic hat gesagt, dass Ihr Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz irgendwie am Wochenende offenbar zu lange in irgendeinem AfD-YouTube-Channel rumgesurft ist und ukrainische Flüchtlinge als Sozialtouristen diffamiert. Und dem ist noch nicht genug. Einige Abgeordnete der CDU-CSU beklagen sich darüber, ja, dass also Demokraten den Faschisten in Italien nicht zum Wahlsieg gratulieren wollen. Das ist der Zustand ein Jahr nach der Bundestagswahl. Das ist sehr, sehr traurig, liebe CDU-CSU. Und im Übrigen ist es auch völlig unseriöse Parlamentsberatung hier, 100 Milliarden Euro hier jetzt also für die Aufrüstung rauszuballern und nicht einen Deckungsvorschlag zu machen, wie das Ganze eigentlich finanziert werden soll. Und ich sage Ihnen, das wird auf Kosten des Sozialstaates gehen, das wird auf Kosten von Bibliotheken, der Pflege und alles andere mehr gehen, weil Sie nämlich gleichzeitig die Schuldenbremse nächstes Jahr wieder einsetzen werden. Das müssen Sie sich insbesondere von den sozialdemokratischen Freunden fragen lassen. Aber jetzt sage ich Ihnen was, Kollege Frey, weil Sie so schön lächeln. Besonders gut finde ich an dieser Ordens dass Merz, Lindemann und Frey nicht zur Party eingeladen worden sind. Das finde ich das besonders Gute. Das muss man ja auch einfach mal so anerkennen. Ja, es ist wirklich an sich ein absurdes Thema. Das ist schon richtig. Nun aber zu den eigentlichen Problemen nach einem Jahr dieser Bundesregierung. Ich möchte es vielleicht zusammenfassen, sinnbildlich in einer Meldung, nämlich in zwei Meldungen vom 28.09. Dort konnte man in der ersten dpa-Meldung lesen, DAX-Manager mit 25% Lohn plus. Im Durchschnitt verdienen diese Leute 4 Millionen Euro. Muss man sich mal reinziehen. 4 Millionen Euro. Das bedeutet, dass diese DAX-Manager verdienen im Schnitt 53 Mal so viel wie ihre Angestellten. Die TU München schreibt dazu, der Gehaltsanstieg wurde getrieben durch die Explosion der Gewinne im abgelaufenen Geschäftsjahr. Das ist im Übrigen eine Verhöhnung, diese Summen, für jeden, der hart arbeiten geht. Und am selben Tag, 20 Minuten später, kam die nächste dpa-Meldung, in der es heißt, ich zitiere, mehr als 1 Million Menschen versorgen sich bei den Tafeln. Dort gibt es übrigens mittlerweile fast flächendeckend Aufnahmestopps, weil sie die Menschen nicht mehr versorgen können. Was sind das bitte schön nach einem Jahr, und das ist Ihre Verantwortung, für perverse Zustände in diesem Land? Kollegin Mihalic, da muss man mal wirklich drauf kommen. Ja, also Robert Habeck nach dieser Gasumlagen-Desaster, was hier aufgeführt wurde, als leuchtendes Beispiel für Klarheit und Führung hier zu preisen. Das ist wirklich selten behämmert. Und dann kann ich Ihnen ja mal nur empfehlen, also insbesondere auch vielleicht den FDPlern oder so, gehen Sie doch mal in einen normalen Discounter. Also Samstagmorgens so zu Aldi oder so. Das sollten Sie mal hingehen. Ja, Sie hängen wahrscheinlich meistens da im Delikatessenabteilung im KDW oder so rum. So. Aber der Austernpreis interessiert mich herzlich wenig. Ich meine das schon ernst. Gehen Sie mal bitte in den Discounter und dann gucken Sie sich da mal die Menschen an. Die stehen vor dem Kühlregal und überlegen, ob sie sich das Pfund Butter jetzt noch leisten können oder nicht. Dann stehen sie an der Kasse. Da muss man doch mal zuhören, wie Menschen miteinander reden. Und da sprechen sie darüber, dass sie für denselben Preis, sagen wir mal 50 Euro, damals bei Aldi oder Lidl, was weiß ich, wo man am Wochenende dann einkauft, dass sie dort einen Wagen voll hatten für die Woche. Jetzt ist er nur noch halb voll. Das müssen Sie doch irgendwie zur Kenntnis nehmen. Und dieser Koalition fällt dazu überhaupt nichts ein. Ich will Ihnen mal was sagen. Wenn Viktor Orban und Kaczynski sich ihre eigenen Wahlrechte zimmern, dann twittern sie sich die Finger wund und machen eine Mahnwache. Sie machen nichts anderes als in diesem Geiste heute eine Wahlrechtsreform. Und wenn Sie bezeichnen sich ja als Fortschrittskoalition, glaube ich, haben Sie da auf Ihren Vertrag drauf geschrieben, wenn Sie wirklich eine Fortschrittskoalition wären, dann würden Sie ein großes Bündnis und all Ihre Macht in die Waagschale werfen, damit kein Mensch mehr auf Tafeln in diesem reichen Land angewiesen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist mal die Sachlage. Also allein in der letzten Wahlperiode haben 3,5% der Abgeordneten das Bundesverdienstkreuz bekommen. Also Otto Fricke zum Beispiel, Glückwunsch, du redest ja auch noch dazu, 3,5%. Und zwar für ihre ehrenamtliche Arbeit.
Es gibt laut Statistischem Bundesamt 17 Millionen Ehrenamtler in diesem Land. Von denen haben allerdings, wir haben das sehr genau ausgerechnet, in den letzten 2 Jahren lediglich 1250 einen Bundesverdienstorden bekommen, was 0,007% ist. Ich finde, das ist ein Ungleichgewicht, wenn man sich überlegt, mit welchen Privilegien, wie viel Geld wir hier verdienen, mit was für fetten Schlitten wir hier durch die Gegend fahren können, was wir für Freikarten haben. Da müssen wir uns nicht noch gegenseitig Orden umhängen. Das haben andere vor Ort verdient, um das auch ganz klar zu sagen. Ein grüner Minister lädt die Bosse ein, um eine Verordnung zur Gasumlage zu schreiben, was ja übersetzt gesagt nur, da kommen die Bosse und Unternehmer und schreiben in eine Verordnung der Bundesregierung, wie viel denn die Bevölkerung jetzt zahlen soll, damit sie ihre Gewinne irgendwie klar haben. Ja, das ist ja mal die Sachlage. Da packst du dir doch einen Kopf, was hier eigentlich los ist. Und auf der anderen Seite, ja, ich will ja einen konstruktiven Vorschlag machen. Man könnte doch mal die Wohlfahrtsverbände, die Volkssolidarität, die AWO, solche Leute könnte man doch mal einladen, dass sie vielleicht mal eine Verordnung schreiben, wie man denn den 1% der Reichsten in diesem Land etwas abnehmen kann, um es den Armen zu geben. Das wäre doch mal vielleicht etwas ganz Neues. Ich möchte zum Schluss kommen. Ihre Wahlrechtsreform ist wirklich vergleichbar mit den Tricksereien der Trump-Republikaner. Auf dem Niveau sind Sie angekommen. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich wünsche Ihnen politisch alles erdenklich Schlechte. Wir werden uns in Karlsruhe sehen. Vielen Dank.